Die Amano-Garnele, Caridina multidentata. Die Amano-Garnele gehört zu den bekanntesten Arten, entdeckt durch einen Japaner namens Takashi Amano, der sie in seinem Aquarium gegen Algen einsetzte. Ihm ist aufgefallen, dass die Kleine nichts anderes abweiden als Algen. Seit dieser Entdeckung sind die Amano-Garnelen kaum noch wegzudenken aus der Aquaristik. Sie kommen in küstennahen Flüssen in Japan und auch an der Ostküste von Taiwan vor. Die Amano-Garnele ist eine sehr friedliche Art, die untereinander keinerlei Aggressionen zeigen. Sie erreichen ein Alter von bis zu 5 Jahren und die Männchen bleiben mit 30 mm etwas kleiner als die Weibchen. Aussehen und Beschreibung. Der Körperbau der Amano-Garnele ist wie bei den anderen Garnelen relativ gleich. Wobei der Aufbau von einer Garnele sehr umfangreich ist. Hier sehen wir das Rostrum, Antennenpaare, Carapax, Pleopoden und so weiter. Die Außenhaut besteht wie bei allen Krebstieren aus Chitin. Chitin ist ein Polysaccharid und dient zur Strukturbildung. Diese Haut wird bei Garnelen im Laufe des Lebens mehrfach gewechselt, da diese beim Wachstum der Tiere nicht mitwachsen kann. Die alte Haut nennt man auch Exuvie. Garnelen wachsen ihr Leben lang und so kommt es meistens in regelmäßigen Abständen zur Häutung. Die Borstenscheren, die sich vorne befinden, dienen zum Fressen. Die inneren Organe sind im Kopfbereich und der Darm geht durch den Hinterleib zur Unterseite bis kurz vor den Schwanz. Den Darm kann man meistens sehr gut sehen. Er wirkt dabei erstmal wie eine Wirbelsäule. Die 6 Schreitbeinpaare dienen, sowie die Schwimmbeinpaare an der Unterseite des Hinterleibs, zur Fortbewegung. Dank der Schwimmbeine sind sie äußerst flink unterwegs. Im Nackenbereich werden die Eier ausgebildet. Die kann man meistens sehr gut am dunklen Nackenfleck erkennen. Wenn die Eier reif sind, häutet sich das Weibchen und gibt Sexuallockstoffe an das Wasser ab. Diese führen dazu, dass die geschlechtsreifen Männchen wie die Irren auf der Suche nach dem Weibchen durch das Aquarium jagen. Dieser Prozess wird auch als Paarungsschwimmen bezeichnet. Hat ein Männchen das Weibchen gefunden, klammert es sich auf dem Rücken fest und versucht, das Weibchen zu befruchten. Nachdem die Samenpakete des Männchens an das Weibchen abgegeben wurde, presst das Weibchen die Eier aus dem Leib, wobei diese befruchtet werden und heftet sie zwischen ihre Schwimmbeinpaare. Nach einer Tragezeit von 4 bis 5 Wochen schlüpfen sehr kleine, frei schwimmende Larven aus, die in der Natur mit der Strömung ins Meer gelangen. Im Meer entwickeln sie sich innerhalb von 3 bis 4 Wochen zu fertigen Garnelen und wandern anschließend wieder zurück in die Flüsse. Geschlechtsunterschiede. Eine Frage, die viele Halter in der Garnelenszene sich immer am Anfang ihrer Garnelenhaltung stellen, ist: Wie erkenne ich ein Weibchen oder ein Männchen? Diese Frage ist nicht immer einfach zu klären. Am besten kann man die Geschlechtsunterschiede daran erkennen, dass die Weibchen diejenigen sind, die die Eier mit sich herumtragen. Naja, ein gut erkennbarer Unterschied sind die bei den Weibchen deutlich ausgeprägteren Bauchtaschen unter dem Hinterleib. Die Weibchen werden größer als die Männchen und wirken etwas fülliger. Die Männchen sind relativ schlank und bleiben wesentlich kleiner. Je älter die Garnelen werden, desto besser kann man die Geschlechtsmerkmale erkennen. Vermehrung. Die Amano-Garnele gehört dem primitiven Fortpflanzungstyp an. Das heißt, nach einer Tragezeit des Weibchens von ca. 4 Wochen schlüpfen sehr kleine, 1,5 mm große Larven, die in der Natur ins Meer getrieben werden, wo sie nach einer Entwicklungszeit von ca. 3 bis 4 Wochen zu fertig entwickelten Junggarnelen heranwachsen und dann selbstständig wieder zurück in die Flüsse wandern. Die Junggarnelen brauchen Salzwasser, um durch mehrere Larvenstadien zu fertigen Garnelenbabys heranzuwachsen. In der Zeit, wo die Larven heranwachsen, ernähren sie sich von Plankton. Die Aufzucht der Amano-Larven ist eine sehr schwierige Sache. Selbst wenn alles identisch ist, gibt es immer noch Faktoren, die einen ganzen Wurf sterben lassen. Warum das so ist, kann bis heute niemand sagen. Aber eins darf man bei der Amano-Zucht nicht: aufgeben. Wenn ein Weibchen Eier trägt, was kann man tun?
Wie schon erwähnt, brauchen die Amano-Larven Salzwasser, um sich zu entwickeln. Möchte man also die Amano-Garnele im Aquarium nachzüchten, braucht man erstmal ein zweites Aquarium. An dieser Stelle hört es dann auch schon für die meisten auf. Wenn man sie nicht nachzüchten möchte, lässt man das Weibchen einfach im Aquarium und erfreut sich an der agilen Art der Tiere. Nach ungefähr 30 Tagen entlässt das Weibchen die Larven. Diese sterben dann aber nach circa 5 Tagen im Aquarium. Für diejenigen, die es mit der Zucht versuchen wollen, wenn ihr ein tragendes Weibchen seht, ruhig bleiben und an die Anleitung von Lukas halten. Einen Zuchtbericht haben wir auf unserem Kanal veröffentlicht. Den Link dazu findest du in der Infokarte. Haltung. Die Amano-Garnele sollte man erst ab einer Aquariengröße von 60 cm oder 54 Liter halten. Alles andere ist für diese Art zu klein. Amano-Garnelen sind Gruppentiere, daher raten wir zu einer Gruppe von 10 Tieren oder mehr. Untereinander sind Amanos friedlich, aber auch für andere Aquarienbewohner sind sie keine Gefahr. Der Bodengrund sollte aus Sand oder nicht allzu grobem Kies bestehen, damit sich Futterreste oder entstehender Mulm nicht zwischen den Hohlräumen verschwinden kann und dort vergammelt. Darunter würde die Wasserqualität leiden und ein mögliches Garnelensterben kann auftreten. Bei Amano-Garnelen sollte ein wenig Strömung vorhanden sein. Sie sitzen gerne in der Strömungszone und sind dort auf Nahrungssuche. Amanos sind Allesfresser und man kann ihnen alles anbieten, was das Zoofachgeschäft hergibt. Sie geben sich jedoch auch mit Algen im Aquarium zufrieden. Werden sie mit Fischen vergesellschaftet, ist ein Zufüttern der Garnelen nicht notwendig. Die Kreuzung zwischen anderen Garnelenarten ist nicht möglich. Schaue dazu das Video Kreuzung von Garnelen. Den Link findest du in der Infokarte. Wenn du dir Garnelen kaufst, solltest du dringend darauf achten, die Tiere richtig anzugewöhnen. Garnelen reagieren nämlich auf neue Wasserwerte extrem empfindlich. Machst du das nicht, wirst du nicht lange Spaß mit deinen Tieren haben können. Hierzu raten wir dir, unser Video Garnelen richtig angewöhnen anzuschauen. Das Video ist in der Infokarte verlinkt. Hat dir dieses Video gefallen? Zeig es mit einem Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Schaue auch andere Videos von uns an. Wir haben hier einige verlinkt. Und vergiss niemals, schaust du Garnelen TV, wirst du garnelenschlau.